Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute ist es wieder soweit, es ist Kakerlakenzeit. Ihr hört heute das Hörspiel, das heißt die Zusammenfassung von der gesamten Woche, nur eben ohne meine Kommentare dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Ist noch dran? Hallo? Ja? Hallo, guten Tag, Herr Steinberger. Ich bin Christian Müller aus Qualitätsabteilung von DNCA Investmentfirma. Ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Was ist denn das? Online-Handel. Online-Handel, also mit Verkaufen und so? Ja. Nee, also da habe ich noch gar keine Ahnung, weil ich wollte mich mal bei Amazon anmelden, aber... Da habe ich nicht so ganz gewusst, wie das funktioniert hier mit dem, wie man da Sachen kauft. Weil deswegen gehe ich immer direkt hier bei Kaufland und dann kaufe ich da meine Sachen. Also wissen Sie, es ist über Online-Handlung. Über zum Beispiel Kryptowährungen oder Rohstoffen, über Investitionen. Na, da habe ich gar keine Ahnung. Ja, und ich habe gesehen im System, dass Sie haben sich registriert im Kryptowährungen-Plattform. Aha. Und für das, Sie haben 300 Euro Bonusgeld von unserer Firma. Und ich rufe Sie an, damit wir werden zusammen Ihr Bonus bestätigen, aktivieren, ja, Ihre Stelle. Dann, Sie werden weitermachen mit Ihrem Finanzberater, wenn ich werde Ihre Stelle aktivieren. Sie werden Finanzberater haben. Aha. Und diese Bonusgeld benutzen und wochentlich oder monatlich, das heißt jede Woche oder jeden Monat, Geld bekommen von unserem Unternehmen. Aha. Ja, einfach, wir geben diese Bonusgeld zu unseren Kunden, damit unsere Kunden werden für Anfang hohe Beträge ja, haben in ihre Konto. Es ist Handelskonto. Es ist gleich Bankkonto, aber es ist etwas verschiedener. Ja, im Handelskonto Geld zirkuliert. Und jede Woche, es kann mehr sein. Zum Beispiel, wenn Sie werden diese 300 Euro benutzen, mit Ihr Finanzberater, ja, Sie werden alles diskutieren, in welchem Plattform werden Sie benutzen. Diese 300 Euro kann jede Woche 600 Euro sein oder mehr. Ich sage nur fix, ja, fixe Betrag. Aha. Ja. Also es funktioniert so, aber wir, Sie werden regular profitieren von unserem Unternehmen. Und wir müssen sicher sein, dass Sie unsere offizielle Kunden sind, ja? Weil wir können nicht so einfach unser Geld wegmachen. Deshalb, Sie brauchen auch von Ihrer Seite Transaktionen erledigen, das heißt Geld weiterleiten zu Ihrem Handelskonto, damit es wird völlig aktiv sein. Zum Beispiel, wenn Sie werden 100 Euro weiterleiten, zusammen mit Ihrem Bonusgeld, das wird 400 Euro sein. Aha. Haben Sie verstanden? Ja, haben Sie verstanden? Da hat's geklatscht im Hintergrund. Ja, hier, wir arbeiten alle. Ach so, und da klatschen Sie immer? Ja. Warum? Es ist ein Protokoll bei uns, wenn unsere Kunden haben Gewinn zum Beispiel, wir klappen. Es ist für unsere Kunden, ja? Aha. Ja. Und wir haben mit einer Mitarbeiterin, die hat mit ihrer Kunde gesprochen und ihre Kunde hat Gewinn, deshalb wir alle klappen. Aha. Ja. Also haben Sie verstanden, Herr Steinfeger, wie es funktioniert? Nee. Das heißt, wir brauchen zusammenarbeiten, ja? Zum Beispiel, wenn Sie werden 100 Euro weiterleiten, zusammen mit Ihr Bonusgeld 300 Euro. Es wird 400 Euro sein in Ihre allgemeine Balance. Dann ich werde Ihre Daten zur Finanzabteilung schicken und Sie werden diese 400 Euro benutzen und wochentlich, also jede Woche 600 Euro zurückbekommen. Es funktioniert so. Aha. Ja, jetzt haben Sie verstanden? Nicht so wirklich.
Okay, wenn Sie werden probieren, Sie werden alles verstehen, Schritt zu Schritt, ja? Also, Herr Steinzeger, ich möchte wissen, welche Bankkarte benutzen Sie? Masterkarte oder Visa-Karte? Hagebau Markt Knacks Club Sparkarte. Ja, aber es ist Kredit, Debit, das heißt zum Beispiel es ist Giro oder Debitkarte. Das ist eine Bonuskarte. Können Sie jetzt gucken, was ist geschrieben auf Ihre Karte, Master oder Visa? Hagebau Markt Club Sparkarte. Sparkasse? Hagebau Markt Club Sparkarte. Sparkarte? Ja. Aber ich habe nicht verstanden, welche Karte ist es? Kredit, Debit, Girokonto? Eine Bonuskarte. Bonuskarte? Hagebaumarkt Club Sparkarte. Also haben Sie eine Bankkarte, zum Beispiel, die mit denen Sie können verkaufen, zum Beispiel, etwas online? Nee, online kann ich nicht, aber ich kann damit im Hagebaumarkt einkaufen. Einkaufen, online etwas überweisen, haben Sie? Nee, online habe ich keine Ahnung, aber bei Hagebaumarkt geht. Okay, es gibt 16 Zahlen auf Ihrer Karte. Können Sie mir jetzt sagen, diese 16 Zahlen? Und dann? Damit ich werde Ihre Stelle aktivieren und Sie werden Ihr Bonusgeld bekommen. Okay. Jetzt sagen Sie mir. Ja. Also die ganze Nummer. Ja. Von der Hagebaumarkt Clubsparkarte. Ja. Ja. Ich warte. Auf was denn? Soll ich die Nummer sagen? Eine 4. 4. Haben Sie aufgeschrieben? Ja, 4. Dann eine 0. Aha. Haben Sie aufgeschrieben? Ja. Ja, ich schreibe, sagen Sie. Dann eine 6. Aha. Dann? 2. Aha. Dann? 1. Aha. Dann? Eine 3. Aha. Dann eine 9. 9. 0. Dann? 0. Aha. Dann? Nochmal eine 0. Ja. Dann? Bitte ein bisschen schnell, ja? Ach so, dann kommt eine 5. Aha. Dann? Eine 2. Aha. Weiter? 3. Aha. Dann? 9. 9, aha. Dann? Ich glaube, das waren alle. Alle? Weiß ich nicht. Fehlt da noch was? Es muss 16 Zahlen sein, wissen Sie? Wie viel fehlen denn noch? Dann sagen Sie von Anfang, okay? 4, 0, 6, 2, 1, 3, 9, 0, 5, 2, 3, 9. Was? Fertig. Wie viele Ziffern müssen das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also fehlen noch 3. Dann kommen noch 3 mal die 9. 3 mal 9? Ja. Letzte 4 Zahlen sind 9? Ja. Okay, dann sagen Sie Ablaufdatum. FMHD? Ablaufdatum. Ich muss mal gucken, wo das hier draufsteht. Monat? Ja. Ja, ich gucke schon. Ich muss mal suchen, wo das steht. Steht es noch nicht. Moment. Das Kartendatum von der Flasche hier ist. Weiß ich nicht. Wo steht denn sowas normalerweise auf einer PET-Flasche?
Es muss Monat und Jahr sein. Ja. Monat, Jahr. Und wo? Auf Ihre Karte steht Monat und Jahr, Ablaufdatum. Aus recyceltem Material steht hier. Es muss neben 16 Zahlen sein. Nee, da steht bloß ein Wegpfand 25 Cent. Es muss Monat und Jahr sein. Sehen Sie es nicht? Ach hier, Moment, das ist so unsichtbar gedrückt. Da steht MHD0822. Denne? Was? Monat? Na, August. Aha. Aha. Und Jahr? Achso, ich dachte, Sie sagen nur gerne, aha. Das Jahr ist 22. 22? Aha. 0822. Aha. Okay. Wenn es wird falsch sein, Ihr Card wird blockiert sein, ja? Dann sagen Sie alles richtig. Und Ihre Vorname? Schauen? Ne, Schauen Steinfeger. Steinfeger, okay. Und drei Zahlen von Rückseite? 0,25. Null? Nein, drei Zahlen von Rückseite. Naja, 0,25. 0,25? Ach nee, das ist Dreck. Also 0,25. Wissen Sie, es muss drei Zahlen sein auf andere Seite. Ja, es ist CVV. Nee, hier steht... Neben Ihrer Unterschrift. Hier steht Einwegpfand. Neben Ihrer Unterschrift. Es muss drei Zahlen sein. Das kann ich nicht unterschreiben. Auf andere Seite. Da hat auch nicht unterschrieben. Herr Steinfeger, es muss drei Zahlen sein auf andere Seite. Ja, CVV. Neben Ihr Unterschrift. 025, das ist hier neben den QR-Code. 025, das heißt? Das heißt richtig, ja. Okay, dann prüfen wir alles. Sagen Sie von Anfang 16 Zahlen. 4 0 6 2 1 2 0 0 5 2 9 9 0 3 9 9 9 9. Okay, haben Sie 100 Euro auf Ihre Karte? Weiß ich nicht. Haben Sie 100 Euro in Ihre Visa-Karte? Wie macht man die da rein? Aha. Damit ich werde Ihr Konto aktivieren. Und Sie werden Ihr Bonusgeld bekommen, ja? Also, Herr Steinfeger, können Sie mir sagen, Ihr Geburtsdatum? Ja. Tag, Monat, Jahr. Tag, Monat, Jahr. Ihre Geburtsdatum. Hallo? Hören Sie mich? Ja. Ja, dann sagen Sie mir Ihre Geburtsdatum. So, ja, mein Geburtsdatum war gestern. Geburtsdatum. Also Tag, Monat und Jahr. Ja. Am 31 02 1900 23. 23. Sie sind 99 Jahre alt? Wirklich? Tag war 31? 31.02. Aha. Und dann 23. Im Februar, das heißt, Sie haben geboren? Ja. 31. Februar? Ja.
Also, und Ihre Adresse, wo wohnen Sie? Stadt? In Köln. Wo? In Köln. Können Sie buchstabieren? Oi. Aha. K. J. K. K. H. Aha. Neukölln? Ja. Ah, Neukölln. Einen Moment bitte. Und auch Ihre Straße, Postleitzahl. Sagen Sie für Olig Ihre Adresse, ja? Neukölln? Ja. Dann? 12055. 12? Ja. Noch einmal, ja? Sagen Sie es ein bisschen hoch. Hoch! 12055! Sie machen Spaß? Nein. Ich verstehe nicht. Sie haben gesagt, ich soll höher erzählen. Sagen Sie Postleitzahl? 12055. 12055? Ja. Und Hausnummer? 77. Aha, 77, dann? Nichts weiter bei der Hausnummer. Neukölln, 77. 12055. Noch einmal 77, was? Na, 77. 77. 77? Okay. Und haben Sie 100 Euro in Ihre Visa-Karte? Wie macht man die da rein? Ist doch Plastik. Ja, wir werden Transaktionen erledigen. Für 100 Euro, ja? Ja. Damit Ihr Handelskonto wird aktiv sein und Sie werden Ihr Bonusgeld kriegen. Es wird zusammen 400 Euro sein. Okay. Ja, haben Sie 100 Euro? Ich habe 100 Euro hier liegen, ja. Wie bitte? Ja, den habe ich vorhin abgehoben. Hallo, Schnecke? Herr Steinfeger, ich vermute, Sie machen Spaß, ja? Sie sind nicht seriös. Aber warum vermuten Sie das? Okay, dann ich werde Ihre Karte im System stellen und ich werde prüfen, ist das richtig oder nicht. Ja. Also Herr Steinfeger, haben Sie WhatsApp? Ja? Hä? WhatsApp. Was ist das? Nein. Weil es so laut. Ja, weil wir arbeiten. Wer singt da im Hintergrund? Wie bitte? Wer singt da im Hintergrund? Hintergrund ist Musik. So, warum denn? Warum? Hä? Weil hier arbeiten so viele Leute, damit wir werden nicht zueinander stören, deshalb wir benutzen Musik. Aber ich kann die kaum hören. Nein, ich höre gut. Ich hab gepupst. Also ich möchte wissen, haben Sie Geld überhaupt in diese Visa-Karte? Wie macht man das da rein? Wie bitte? Wie macht man das da rein?
Wir haben geboren am 31. Februar. Ja. Hm, sehr gut. Aber Februar hat nur 28 Tage. Püppi, und das fällt dir jetzt erst mal 30 Minuten auf, oder wie? Also, ich werde prüfen Ihre Karte, ob es richtig oder nicht, und ich werde anrufen noch einmal, ja? Wenn ich buch mal von der Fanta-Flasche ab, mach das mal. Wie bitte? Ich sage, buch mal von der Fanta-Flasche ab. Okay, ich werde prüfen, dann ich werde noch einmal anrufen. Warum? Weil ich vermute, Sie machen Spaß und Sie lügen mir, deshalb ich möchte prüfen. Ja, aber Sie lügen doch mich an. Ich? Warum? Ja. Ich muss lügen. Ja, weil Sie sagen, bei Ihnen kann man Geld verdienen, das ist ja gelogen. Nein, wir zusammenarbeiten. Es ist Zusammenarbeit, ja? Also nennt man Diebstahl jetzt Zusammenarbeit? Wir kooperieren. Wir geben Bonusgeld, damit wir Sie können profitieren wöchentlich und auch unser Unternehmen profitiert von Ihrem Bonus, ja? Geld. Das nennt man erbeuten, nicht profitieren. Nein, profitieren, doch. Ja? Das nennt man erbeuten. Und Sie haben mir gelogen. Du hast gelogen. Du hast über alles gelogen. Ich werde prüfen und noch einmal anrufen. Vielleicht. Ja. Aha, was willst du da prüfen? Ihre Karte. Aha, nur dann prüfen wir die Fanta-Flaschennummer. Ich werde prüfen, dann noch einmal anrufen, ja? Aha, ja, naja, dann, wenn du der Meinung bist, dass man als Betrüger noch einen zweiten Anlauf versuchen will, ja. Betrüger. Danke schon für alles. Kriminelle. Ah? Ja, hallo, bitte, Frau. Was heißt mit Herrn Kaskifein? Kaskifein, ja. Ja, schönen guten Tag, Herr Kaskifein. Ich hoffe von dem ISSA, ja, die Telefonnummer und die Vorname, Familienname habe ich von dem ISSS. Wir haben seit mehr als acht Tage unter Ihrem Namen durch das Gericht von Adam Sarbe Plattform in den Konkurs gegangen, eine Summe als ausgezahlt bekommen. Erinnern Sie Adam Sarbe oder Northpage? Hä, was? Eine Trading-Plattform, wo Sie 250 Euro eingezahlt haben. Diese Firma ist in Konkurs gegangen. Können Sie sich erinnern, Sie haben für Trading 250 Euro eingezahlt. Ja, was ist mit der Firma? Die Firma ist in den Konkurs gegangen und das seit 8 Monaten ist der Firma in Konkurs und dann war die Firma verpflichtet, das Geld mit dem Gewinnskapitalzinsen, der durch das Gericht beim IFSS auszuzahlen. IFSS ist eine Organisation, die durch die Wohle zahlt, also dass die verschwundene Geld findet und die Leute wieder zu. Wir sind eine Abteilung von EMA 73. Sie können auch mal ins Internet schauen, also www.i-fss.com. Und dort haben wir das, wir haben seit mehr als 8 Tagen das Geld unter Ihrem Namen erhalten von Adam Sarbe Plattform. Erinnern Sie sich, dass Sie 250 Euro eingezahlt haben? Nee. Das ist hier, das musste, ich sag's Ihnen gleich einen Moment mal, ganz kurz, das ist eingezahlt worden. Herr Paul, ich brauche das Bestätigung, dass die falsch so offen. 7123 21. Gleich. Ja, sofort, sage ich Ihnen gleich. Das ist mehr als ein Jahr ist das her, dass Sie 250 Euro in diesem Plattform durch die Kreditkarte eingezahlt haben. Aha. Aber von mehr als ein Jahr habt ihr den Namen noch nicht. Ja, aber Sie haben es vor einem Jahr eingezahlt, aber diese 250 Euro hat 12 Mal gehandelt. Das bedeutet, dieses Geld ist 12 Mal eingesetzt worden und dann hat er 9 Mal einen Gewinn gebracht und 2 Mal Verlust. Das bedeutet, das ist nicht mehr 250 Euro, sonst die Summe beträgt, einen Moment, sagen Sie mir nur bitte Geburtsjahre, nur die Geburtsjahre, weil ich muss das eingeben, damit ich weiterkomme. 1994 machen wir da. 1994? Ja, nehmen wir das, ja.
Aber wenn es nicht stimmt, dann es öffnet sich nicht. Ein Moment. 1950. Schauen wir mal. Ganz gut. Okay, Moment. Es öffnet sich aber nicht. Sekunde. Okay, Paul, das öffnet sich nicht. Moment mal. Ich brauche es. Genau, ein Tag. Also 1994, habe ich richtig verstanden, oder? Ja. Okay, weil es öffnet sich. Es ist ja Ihre Geburtsjahre. Ich brauche Ihre Geburtsjahre. Wann sind Sie, wann Sie geboren sind? Noch 94. Wie bitte? 94. Ja, 1994. Einen Moment. Ja, das öffnet sich nicht. Ich weiß nicht. Okay, ich schaue mal ein bisschen anderes. Gut. Na, da brauche ich hier Bestätigung. Es öffnet sich nicht. Okay. 94. Das öffnet sich nicht, aber Ihre Familienname, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, das stimmt. Mit dem Geburtsjahr haben wir ein Problem. Ganz gut. Schaue ich das mal an. Vielleicht haben Sie damals der falsche Geburtsjahre eingegeben, weiß ich nicht. Ich schaue gleich an. Die Summe beträgt, sie hat sich jetzt geöffnet, die Summe beträgt 11.207 Euro. Also, was diese 250 Euro in ein Jahr Gewinn gebracht hat mit dem Kapital, sozusagen. Und das Geld liegt jetzt bei uns in die IFSS. Sie können erstmal das Geld kostenlos auszahlen lassen. Einzige, was Sie aber nachher zahlen, wenn Sie Geld schon ins Konto haben, ist, dass Sie die Steuer, aber das zahlen Sie beim Deutschen Finanzamt, also Sie bekommen einen Brief und dann wird das dann zahlen Sie das beim Deutschen Finanzamt. Das ist ja 25% von der gesamten Summe. Oder es gibt die andere Möglichkeit auch, Sie zahlen 3,6% von der gesamten Summe. Damit wir werden Ihre persönlichen Daten außer Spiel lassen, sozusagen, also wir werden das Geld ist noch in Krypto, ja, nur zum Wissen, also das Geld müssen wir in die Euro konvertieren und dann auch Euro in Ihrem Konto oder Ihrem Karte überweisen, aber weil die IFSS greift keine persönlichen Karten oder die Konto zu, weil wir nehmen keine persönliche Information von den Leuten, damit die Leute auch beschützen, unsere Kunden beschützen. Wir werden das durch 2 Kryptokarten auszahlen in Ihrem Konto. Wie richtig ist das, ob Sie es ungefähr verstanden haben, Herr Kackifein, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche, dann es tut mir leid, ja. Haben Sie ungefähr verstanden, Sie haben vor ein Jahr in Adam Starbe Plattform 250 Euro eingezahlt, der hat das Plattform weitergehandelt lassen, Sie haben aber nie einen Gewinn gehabt. Die Firma ist vor ein Jahr Konkurs gegangen, weil viele Leute hat das Firma angezeigt und da Firma war verpflichtet, das Geld, was noch in die Wallet war, was freie Wallet war und nicht ausgegeben war, das Geld zurückzuzahlen. In diesem Fall haben wir die Auszahlungen erhalten und Sie sind auch dabei. Haben Sie ungefähr verstanden? Ja, also ungefähr ist das Rennigrische, meine Birne, ja. Okay, die 11.207 Euro, Sie möchten das auszahlen lassen, weil wenn Sie sagen, okay, Frau Weißel, ich möchte es nicht haben, die in 8 Tagen wird das zurück, weil wenn Sie jetzt mal das Geld nicht möchten, und es gibt auch ein oder zwei Beispiele, habe ich gehabt, die wollen es nicht, weiß ich nicht warum, dann das Geld wieder zurück zu dem Adam Stabe, weil wenn keine Fall gibt, dann kriegt das die Plattform wieder das Geld. Ja. So, möchten Sie das Geld haben, dann möchten Sie das nicht. Ja, das nehmen wir dann auf das Konto, ja. Genau, Sie können das mal das in das Konto nehmen. Ja, nur es ist ja ein paar Sachen, wie wir das erledigen sollen. Zum Beispiel, ich sage es Ihnen, ja, erkläre ich, ja. Wie gesagt, ich nehme Ihre persönliche Information, nicht? Also, Moment mal, Sekunde. Ich höre meine Stimme zweimal, Sie haben sicher Lautsprecher, oder? Ja, ich sitze gerade auf dem Stuhl. Ah, okay, Entschuldigung. Moment mal. Genau. Okay, wir können das Folgendes machen. Wir werden Ihre Kontos und Ihre persönliche Information nicht zugreifen. Die erste, ja. Sie melden bei uns IFSS an.
damit sie auch das Geld zum Sehen bekommen, damit sie mal das wissen, um welches Geld es geht, also damit sie das wissen, dass das Geld wirklich angekommen ist, das ist ja Deutsch, das können sie mal lesen. Und dann mussten wir sie von uns zwei Kryptokarten bekommen, ja. Durch die zwei Kryptokarten wird das Geld in ihrem Konto hinfließen. Die Kryptokarten übernehmen so eine PayPal-Funktion, wo wir diese Krypto, die 11.507 Euro wert ist, auf Euro wechseln können und dann in ihrem Konto überweisen, damit sie ihre persönliche Information nicht eingeben. Sie können das bei uns in IFSS anmelden. Ich rufe jetzt ein Festnetz, oder? Ja, das ist ja meine Festnetzleitung. Genau, ja. Wir brauchen, also haben Sie eine Handynummer auch? Nö. Sie haben nur Festnetz. Sie haben nur Festnetz, oder? Ja, ich habe nur Festnetz. Ah, okay, weil Sie müssen immer eine SMS bekommen. Und die SMS kommt aber nicht ins Festnetz nochmal. SMS kommt ins Handy dann. Und dann, wenn Sie überhaupt kein Handy haben, das wird schwer, weil Sie müssen sich identifizieren. Haben Sie auch keine alte Handy? Nö, ich habe alles. Also SMS kommt aber bei mir auf mein Festnetz auch an. Wo kommt das jetzt nochmal? Das kommt auf mein Festnetz auch an. Also wenn ich jetzt eine SMS schicke, kommt die Festnetz? Ja, dauert ein bisschen, aber kommt da auch an. Ja, aber die Probleme, wenn wir uns anmelden, Sie müssen mir das bestätigen. Und wenn das eine Weile dauert, dann die SMS, diese Zahl, was ich Ihnen zu Ihnen schicke, dann läuft das ab. Ach so. Das ist ja, weil wir brauchen unbedingt eine Nummer, wo ich das, wenn ich das mal was schicke, damit sie mir das bestätigen können. Das wurde ich auch. Oder wenn ich die Kryptokarte für dich aktualisiere, dann brauche ich eine Festnetz. Sekunde, ich schaue es kurz mal an, wo ich das SMS bekomme. Einen Moment, schaue ich, was ich machen kann. Okay. Also grundsätzlich die Online-Banking haben Sie auch nicht wahrscheinlich, oder? Nee, das mache ich nicht so was. Nein, ich brauche Ihre Online-Banking nicht. Wenn ich was schicke, damit Sie mir das bestätigen, dann können Sie mir das auch nicht bestätigen, meine ich, oder? Ja. Okay. Eine Sekunde, ich frage da meinen Chef, was ich machen kann. Ja. Moment, weil der ohne Festnetz, ohne Handynummer, glaube ich, funktioniert nicht. Ja. Moment mal. Schau ich mal an. Sebastian, darf ich fragen, also ich muss Ihren Beruf eingeben. Was haben Sie jetzt Beruf? Wie bitte? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Ich habe gerade gedrückt. Ja, okay, Entschuldigung. Was haben Sie Beruf? Ich muss das Beruf eingeben, Ihren Beruf. Ach, Sie meinen, was ich hier so arbeite, wo ich mein Geld verdiene. Das wollten Sie jetzt als Frage wissen. Genau, ja, Ihren Beruf möchte ich das wissen, weil ich eingeben muss. Ja, da arbeite ich als Crash-Test-Dummy. Bitte? Ich arbeite als Crash-Test-Dummy. Was bedeutet das? Na, ich setze mich so in neue Autos drin und dann fahren sie dir an der Wand. Ah. Und dann gucken sie, ob ich überlebt habe. Okay. Ja. Haben Sie zu Hause Computer? Ja. Okay. Ich denke, Computer habe ich gut, aber das ist mal... Und Ihre eigene Bankkonto haben Sie auch, wo wir dann Geld überweisen? Ja. Und welche Bank? Bin ich Sparkasse. Sparkasse. Das Problem ist, dass... Also, es gibt überhaupt keine Handy, wo Sie das SMS empfangen. Nee. Okay, ja, dann ist das der... Sie müssen eine SMS bekommen. Also, ohne SMS wird das nicht gehen, weil Sie müssen mir... Wenn ich das auszahle, Sie müssen mir das bestätigen. Und wenn Sie mir das nicht bestätigen können, dann kann ich mal nichts machen. Ja, ich muss mal das jetzt bei dem Fall weiterleiten und schaue ich, was Sie machen können, aber... Wollen Sie also auch nicht per SMS von Eltern oder die Eltern wollen nicht hier? Nö, also, na, aber wieso brauchen Sie die SMS? Wofür denn?
Ich dachte, ja. Sie wollen ja keine Daten speichern, oder wollen Sie meine Telefonnummer? Na, da, die SMS brauche ich, weil wenn ich was schicke, wir müssen 2 Kryptokarten bestellen auch, und Sie bekommen immer das SMS-Bestätigung. Und dann müssen Sie mir diese Code nennen, damit ich das, Sie bestätigen damit Ihre Identität. Weil das 1207 Euro ist auch nicht weniger Geld und Sie müssen mir immer bestätigen können, dass Sie das sind. Ich schicke Sie meine SMS und Sie müssen mir das, diese Code sagen. Und wozu ist der Code? Genau, die erste, was ich Ihnen schicke. Ja, wozu ist denn der Code? Ja, weil damit Sie mich bestätigen, dass Sie sind, sozusagen, ja. Weil wenn ich hier 2 Kryptokarten bestelle, dann müssen Sie mir bestätigen, dass Sie das sind. Das ist der Code. Oder das, wenn Sie jetzt keine SM-Handy haben, dann wird es mal schwer fallen, ja. Weil dann können Sie mir das nicht bestätigen, dass, ob mit der Stimme kann ich Ihnen auch nicht wissen, ob Sie das sind oder nicht, weil ich telefoniere mit 1000 Leuten am Tag, ja. Und dann kann ich nicht wissen, ob Sie das sind oder ob das Sie nicht sind. Und ich darf das nicht bei jemandem laden oder die Information weitergeben, sonst bin ich bestraft. Ja, darf ich nicht lieber Information weiterleiten. Und dann müssen Sie mir immer wieder per SMS bestätigen können. Aber in diesem Fall können Sie mir das wissen. Okay, ich werde Ihre Falle weiterleiten und schauen wir mal, was wir machen können. Also ich glaube, ohne Handy, das geht der Auszahlung nicht. Da findet der Auszahlung nicht statt, weil das wird kompliziert sein, ja. Okay, Herr Sebastian, ja, ich leite das Fall weiter jetzt, ja. Und denn? Ja, nichts zu Kollegen. Und schauen wir mal, was wir machen können, weil, wie gesagt, ohne Handy, es funktioniert nicht. Ich brauche Ihre Kontonummer oder die Kartennummer oder sowas nicht, aber der mindestens, Sie müssen mir das per SMS bestätigen können, dass Sie das wirklich sind, ja. Aber ich kann ja auch schnell so eine Fake-Telefonnummer im Internet machen. Also ich kann keine Fake-Telefonnummer eingeben, wir sind eine Beamten. Aber es gibt doch so Fake-Handynummer-Generator im Internet, wo man auch die SMS kriegt. Ja, natürlich gibt's, aber ich kann das jetzt in den Banken und die Finanzamt keine Fake-Nummer geben. Und dann nehmen wir das Festnetz von mir, da geht's ja auch. Ja, aber Sie müssen SMS bekommen in eine echte Nummer, nicht in Fake-Nummer. Ja, ne, aber an meinem Festnetz ist ja dann kein Fake, da geht ja auch, da kriege ich ja auch SMS. Ja, aber nicht der gleich. Wenn ich jetzt hier ein SMS schicke, dann bekommen Sie es nicht gleich. Und die Festnetznummer kann ich nicht eingeben, die Computer, die Programm will das nicht annehmen. Die verlangt die Handynummer. Na, dann probieren wir das einfach mal. Was meinen Sie? Na, tragen Sie mal die Festnetznummer da in und dann gucken Sie mal, ob geht. Ja, mach ich. Und dann gucke ich da gleich mal nach da in meinem Programm und dann vielleicht ist er dann schon da. Schauen wir mal gleich. Ja. Na, die Programm nimmt, Moment mal. Ah, Sekunde, ich gebe die andere ein, vielleicht nimmt das. Ah, nimmt das nicht an. Es muss mit dem 06 anfangen. Und dann, wenn es 03 fängt, dann zeigt das, bitte gibst du mal das ja die richtige Handynummer ein. Ich ja, schade, an, weil alle anderen können ja auch an mein Festnetz einfach nur eine Nummer senden. Ja, ich verstehe schon, aber die SMS, ich kann kein SMS schicken in Ihrer Festnetznummer, weil das Programm nimmt das nicht an. Das Programm muss das annehmen. Und warum können das denn die anderen machen? Weil es ist ja kein Festnetz, es ist ja kein Handy, es ist ja Festnetznummer. Ja, aber bei anderen geht es ja auch. Ja, weiß ich nicht, wie sie beim anderen geht, aber da hier bei uns, das geht nicht. Ich schaue jetzt nochmal an. Okay. Moment mal. Ja, funktioniert nicht. Okay, ich werde das mal weiterleiten und schaue der Kollege, was er machen kann, ja? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wann ruft denn der Kollege an? Weiß ich nicht. Kann ich den nicht gleich am Telefon kriegen? Nein, der telefoniert gerade. Ach so, aber wir können ja so lange warten, bis er fertig ist. Aber ich kann nicht warten, weil ich habe ja auch die anderen Kunden hinter mir, ja. Ja, ich aber leite das weiter. Das ist aber schade. Kein Problem, ja, leider, sie haben kein Handy und man kann das nicht machen, ja. Ich leite das beim Kollegen und sie schauen mal, was sie machen können, ja. Oh, ich wünsche einen schönen Tag, danke sehr.
Tag. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Ich rufe aus Express Red, Investitionsplattform an. Wie geht's Ihnen? Mir geht's soweit ganz gut. Wir möchten Sie denn sprechen? Anna Wolf, also Sie haben auf unserer Plattform registriert, deswegen habe ich angerufen und wollte Ihnen gerne helfen, um Ihren Kontakt, den wir in der Zeit haben. Und wen möchten Sie sprechen? Also, wer ist Lilly Lips? Na, Lilly Lips bin ich, da möchten Sie mich sprechen. Aha, ja, also, Sie können mit 250 Euro Ihre Konto starten. Wissen Sie das auch? Ja, das steht da in der Bitcoin. Werbung oben drüber. Müssen Sie jetzt einzahlen? Also, müssen Sie jetzt investieren auf unserer Plattform? Na klar. Okay, wie müssen Sie einzahlen? Mit Mastercard oder Visa-Karte? Hagebaumarkt. Wie bitte? Mit meiner neuen Hagebaumarkt-Punktkarte. Oder mit Überweisung? Können Sie auch einzahlen? Mit der Hagebaumarkt-Karte. Wie bitte nochmal? Hagebaumarkt. Sie können entweder mit Kreditkarte oder Überweisung einzahlen. Ach so. Kann ich da nicht mehr in der Hagebaumarkt-Punkte nehmen? Nee, also mit Kreditkarte oder mit Überweisung einzahlen. Wie Sie möchten investieren auf unserer Plattform, ich kann Ihnen helfen. Also wir können zusammen Ihre Kontakte wählen. Ja. Dann machen wir das. Okay. Möchten Sie jetzt Ihre Kontakte wählen, einzahlen? Ja. Okay, mit Kreditkarte oder mit Überweisung? Mit Überweisung. Kreditkarte kostet ja so viel Geld. Nein, Sie können mit Kreditkarte können Sie ganz einfach in 2-3 Minuten einzahlen. Also dauert nur 2-3 Minuten. Sie aber Kreditkarten sind ja so teuer. Haben Sie keine Kreditkarte? Nee, weil die so teuer sind. Okay, mit Überweisung, das dauern bis ein oder zwei Tage, ja? Sie ja, das ist normal, okay. Standard. Ich vorbereite jetzt für Sie E-Mail. Ja. Einen Moment bitte. Okay. Haben Sie Erfahrung über diese Plattform? Vorher irgendwo getradet oder ist das erste Mal? Nee, das ist das erste Mal. Erste Mal? Ja. Okay. Jetzt ich vorbereite für Sie E-Mail. Ich schicke Ihnen unsere Bankdaten und dann Sie können ganz einfach Ihre Geld einzahlen und dann, ich brauche nur eine Quittung von Ihrer Überweisung, okay? Also zur Finanzabteilung weiterleiten. Wie meinen Sie das? Eine Quittung oder ein Foto von Ihrer Überweisung. Aber ich habe noch keine Firma, ich kann noch gar keine Quittung ausstellen. Also ich werde jetzt Ihnen unsere Bankdaten schicken. Ja. Und dann Sie können Ihre Geld überweisen. Okay, ja, das mache ich. Gleich Moment. Okay, gleich Moment. Ganz kurz Moment, bitte, jetzt vorbereite ich Sie. Ja. Die E-Mail. Ja. Sie machen das ganz exzellent. Dankeschön. Bitteschön. Es kommt gleich. Ja. Also, es kommt gleich. Ja. Fertig. Haben Sie die E-Mail schon rausgeschickt? Noch nicht, jetzt okay. Kommt gleich, okay? Okay, dann warte ich. Einen Moment. Also jetzt habe ich geschickt, Herr Lips. Also Sie können Ihre E-Mail-Adresse aufmachen und dann, ich habe Ihnen einen Aktivierungslink geschickt, okay? Gehen Sie weiter mit diesem Link und dann Sie können eine Einzahlungsoption auswählen und dann gehen Sie weiter, ja? Ja. Wenn Sie fertig sind und bitte senden Sie mir per E-Mail eine Quittung. Aber ich kann doch gar keine Quittung ausstellen. Benutzen Sie Online-Banking? Nein. Nein. Wie können Sie die Einzahlung machen? Also mit Überweisung? Wenn Sie mit Überweisung einzahlen möchten, Sie müssen entweder
Online-Banking benutzen oder vielleicht zur Bank gehen. Ja, ich gehe da zum Bankautomat. Die Sparkasse ist hier vor der Tür. Da muss ich nicht so weit laufen. Wann müssen Sie Ihre Geld einzahlen oder anfangen zum Traden? Na, gleich. Okay, jetzt. Wann können Sie wieder zurück anrufen? Wie meinen Sie das? Also, Sie möchten jetzt Überweisung machen, ja? Ja. Okay. Nach halbe Stunde soll ich Sie wieder anrufen. Ja, aber die E-Mail ist doch gar nicht da. Einen Moment, bitte. Haben Sie nicht von mir ein E-Mail erhalten? Weiß ich nicht, da ist nichts gekommen. Ich habe auch schon bei dem Sparen geguckt. Auch nicht, ja. Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse bitte nochmal sagen? Ja. Also, können Sie buchstabieren? Die ganze E-Mail-Adresse? Genau. Ja. Ein L. Ein I. Genau. Und dann wieder L, ja? Ah ja, noch ein H. Und dann L. Noch ein H. Und dann ein Y. Y, okay. Ja, dann kommt wieder ein H. Wieder L? Ja, dann ein I. I. Dann kommt ein P. Noch ein P. Genau. Dann kommt ein L. Nochmal, S, oder? Dann Lili Lips bis am Ende. Also nach P und was kommt dann? Ein L. M. Nee, ein L. Können Sie buchstabieren? Na, L. Ein L. Lili Lips. Also am Schluss kommt ein L. Genau. Ja. Genau. Lips, also S, ja? S. Ja. Lili Lips. Ja. Und dann? Ein Ad-Zeichen. Genau. Dann kommt ein M. Je, oder? Nee, ein M. Dann kommt ein D. Können Sie buchstabieren, bitte, Herr Lipp? Also, da mache ich doch. Mannheim, ja? Genau, Mannheim. Ein M. Und dann ein D. C. Dann kommt ein C. C. Ja. Dann kommt. Wie Cäsar, ist richtig, wie Cäsar. Ja. Und dann kommt noch ein C. Noch ein C. Ja. Genau. Dann kommt ein F. F. Ein F. Wie Frankfurt, ja? Ja. Dann kommt ein U. U? Nee, das andere mit oben offen. U. Ja. Wie Ulrich, okay. Ja, und dann kommt ein N. N wie Nürnberg. Ja. Richtig. Dann ein Punkt. Punkt. Ja. Und dann ein D. Wieder wie Nürnberg. D, ein D. D wie Diana. Ja. Genau. Und dann kommt ein E. Aha, DE, genau. Also nach dem E sage ich nochmal, ja. M wie Mannheim. Diana, Cäsar, ja. Cäsar, ja. Frankfurt, ja. Ulrich, ja. Sünberg.de. Ja. Richtig. Ja. Okay, ich schicke jetzt nochmal, ja? Ich probiere es nochmal. Okay. Hallo, junges Fräulein, sind Sie doch da? Ich bin hier, ich vorbereite jetzt für die E-Mail, ja? Ich sende jetzt manuell, also normalerweise, wir senden automatisch, aber ja. das war nicht erfolgreich. Ich okay. sende es nochmal, ja? Ja. Kurz Moment, bitte. Okay, Sie machen das ganz prima. Dankeschön. Also, jetzt schicke ich es nochmal. Können Sie nochmal kontrollieren, bitte? Was denn? E-Mail, Ihre E-Mail-Adresse. Ach so, ja, Moment. Von wem kommt die E-Mail? Anna Wolf. Ja, ich guck nochmal beim Sparen. Nee, der Sparen hat auch keine Nachrichten. Und
Im Eingang, da ist auch nichts drin. Ist nicht da. Können Sie aktualisieren? Ja. Aktualisieren? Ja. Nein, nichts da. Ist kaputt. Hallo? Also, haben Sie nicht erhalten? Nein. Können Sie aktualisieren, bitte? Ja, habe ich gemacht. Von Anna Wolf? Gibt es keine E-Mail, okay? Nein. Können wir per WhatsApp schicken? Herr Lin, einen Moment bitte. Herr Lips. Lili Lips, bei Name, ja. Genau. Können wir per WhatsApp schicken? Ja, aber das hat doch hier kein WhatsApp, das Telefon. Ich nehme Telegram. Benutzen Sie kein WhatsApp? Telegram. Der ist mal anonymer. Benutzen Sie kein WhatsApp? Nee, da guckt Facebook mit, das will ich nicht. Ich nehme Telegram. Frage jetzt, ja? Haben Sie noch nie erhalten von mir E-Mail? Nein, ist noch nicht angekommen. Jetzt wieder nicht? Ich guck noch mal. Nein, ist noch nicht da. Aber ich kann so lange einen Witz erzählen. Also habe ich richtig geschrieben, also nochmal sage ich Ihnen, ja? Ja. Luxemburg, Ida. Ja. Ja, Luxemburg, Luxemburg, Y, Luxemburg, Ida, und PayPal, und S, wie kann man sagen, Smile, S, Mannheim, Diana, Cäsar, Frankfurt, Ulrich, Nürnberg.de. Alles richtig? Ja. Ich kann ja mal einen Witz erzählen, um die Stimmung ein bisschen zu lockern. Der Vater pupst, die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen. Hat gar keiner gelacht. Junge Lady, sind Sie noch dran? Ich warte auch eine Antwort, ja, von unserer Finanzabteilung. Sie benutzen kein, also nicht WhatsApp. Nein, ich habe Telegram, da wo die Schwurbler sind. Da sind ein paar Hübsche dabei. Also, wir können, also entweder per E-Mail-Adresse, also per E-Mail oder per WhatsApp schicken, ja. Ansonsten geht nicht, Herr Lipp. Also wenn Sie möchten investieren, später Sie können, können Sie antworten, ja, per E-Mail. Aber du kannst mich Telegram anschreiben. Bei Telegram. Weil da kann ich. Bei Telegram kann man. Das geht nicht, ja. Also, per E-Mail, also normalerweise die zweite E-Mail bei uns ist es gegangen, aber ich weiß nicht, was ist das Problem. Ja, das ist schade, weil bei Telegram hätte ich dich als Honigtöpfchen eingespeichert. Okay, Herr Lips, also dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch, ja? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, mein Honigtöpfchen. Auf Wiedersehen, tschüss. Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Lukas Beck, bin ich mit Lili Lips verbunden? Ist am Apparat. Hallo? Ist am Apparat. Ich grüße Sie, Sie sind der Herr Lips? Lili Lips, ja. Okay, grüß Gott. Und zwar... Wenn ich ihn sehe? Bitte? Ich sagte, wenn ich ihn sehe. Verstehe. Ich bin der Finanzberater von Bitcoin-Billionär-Firma. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Können Sie sich auch erinnern? Nein. Okay, das ist kein Problem.
Okay, das geht es um Online-Trading. Haben Sie davon schon Erfahrung? Wissen Sie, was Online-Trading bedeutet? Nein. Wissen Sie nicht? Haben Sie nie davon gehört? Ja. Okay, und ist Lilly da? Ich bin doch am Apparat. Okay, Sie sind eine Frau oder ein Mann? So was fragt man doch nicht, die Rüpel. Weil ich kann Ihre Stimme nicht erkennen, Sie sind so weit weg. Ja, ich bin am Telefon. Ja, aber die Stimme, die kommen schon so Seite weit weg und deswegen kann ich nicht richtig erkennen. Ja, vielleicht machen Sie mal die laute Musik da im Hintergrund aus, dann könnten Sie auch besser am Telefon hören. Das kann auch sein, vielleicht. Okay, und Sie können, also Sie haben gesagt, Sie können bei der Anmeldung nicht erinnern, dass Sie schon dieses Konto erstellt haben. Bei uns können Sie sich nicht erinnern, ne? Das habe ich nicht gesagt. Können Sie sich erinnern? An was denn? An Bitcoin, Billionärfirma, ja. An die Anmeldung. Ja. Können Sie sich erinnern? Okay, ja, Sie müssen dann die Konto aktivieren, deswegen rufe ich Sie an. Haben Sie da einen Computer? Ja. Machen Sie den Computer an. Okay, kleinen Moment, ich schalte den Computer ein. Super. Sagen Sie mir dann Bescheid, nachdem Sie angeschaltet haben, ja? Ja. Ich habe ihn eingeschaltet. Okay, super. Was haben Sie, was verwenden Sie an dem Computer? TeamViva oder Anydesk? Die Microsoft. Bitte? Microsoft. Okay. Gehen Sie ganz kurz beim Google. Was? Und jetzt suchen Sie beim Google. Sind Sie da? Nee. Was nennen Sie Google dann? Ja, der Computer fährt ja noch hoch. Okay. Hallo? Ja, ich bin da. Ja, Sie haben nichts mehr gesagt. Sind Sie jetzt beim Google? Nein. Was nennen Sie Google? Ja, dazu muss der PC ja erstmal fertig hochgefahren sein. Okay, dann warten wir noch ein bisschen, ja? Ja. Was soll ich denn da genau machen? Ich sag's dir. Und wann? Nachdem Sie Google geöffnet haben. Wie kann man denn Google öffnen? Sie sind lustig, ja? Wie bitte? Sie sind lustig. Nee. So, jetzt muss ich mich noch bei Microsoft einloggen. Bitte? Jetzt muss ich mich noch bei Microsoft einloggen. Okay, machen Sie. Ja. Ich bin drin. Was? Ich bin drin. Beim Google? Nee, im Microsoft. Okay, schreiben Sie dort jetzt. Wo denn? Bei Microsoft. Sie meinen den Internet Explorer? Ja. Ja, hab ich geöffnet. Wie alt sind Sie, wenn ich mal fragen darf? 29. Wie alt? 29. 23. Nein. 29. Haben Sie Google geöffnet? Nein, den Internet Explorer. Sie haben kein Internet? Doch. Aber was passiert jetzt? Ich hab den Internet Explorer aufgemacht. Okay. Und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Und jetzt? Was muss ich nur machen? Log mal, geh mal beim Google jetzt. Also auf die Webseite Google. Ja. Okay, ja. Dann mache ich sie mal eben auf. Ja, ist geladen.
Hallo? Hallo? Schnuckel? Wo bist du jetzt? Also wenn du mit mir nicht sprechen möchtest, dann lege ich das Gespräch auf. Ja, hallo, ich kann Sie wieder hören. Ja, wie kann ich denn jetzt behilflich sein? Ich habe jetzt den Internet Explorer auf und Google auch. Hallo? Ja? Oh, Frau Lilia, wie geht es dir, meine Liebe? Lilly Lips ist mein Name. Wie ist dein Name? Lilly Lips. Ja, Lips. Also schöne Lips, oder? Ja, ich bin das Schmuckstück der Nation. Wie? Ich bin das Schmuckstück der Nation. Oh, das ist doch wunderbar. Ja. Wie alt bist du? 29. Drei? 29. 29? Ja. So, würdest du 79 sagen, oder? Nein. Was magst du gerade? Magst du Sex oder was? Hä? Was? Was magst du gerade, Mann? Magst du Sex oder was? Ich telefoniere mit dir. Wie? Ich telefoniere mit dir. Mit mir? Ja. Aber was magst du gerade? Magst du Sex oder was? Nein, jetzt gerade telefoniere ich mit dir und leg die Socken zusammen. Aber die beiden Sachen gleichzeitig machen. Sie können eben Sex machen und mit mir auch telefonieren. Ach so. Ja. Wieso denn, was machst du? Machst du die beiden sagen gleichzeitig Sex und telefonieren? Nee, ich telefoniere und leg gerade die Socken zusammen. Bitte? Ich telefoniere und leg Säckchen zusammen. Leg was? Säckchen. Okay, wo ist dein Finger? Wo befindet sich dein Finger? In einer Socke. Wo? In einem Säckchen. Oh. Hörst du mich? Ja. Was ist mit deiner Stimme? Was soll damit sein, Stuckel? Wieso denn? Was ist mit dem los? Mit deinem Finger? Was soll damit sein? Okay. Ja. Was ist mit deiner Stimme? Warum hast du... was ist das? Ich rede doch nur ganz normal. Was? Was muss ich denn jetzt auf Google machen? Auf Google? Ja. Ich muss das schreiben. Was? A wie Emily. Ja. A wie Emily. T wie Theodor. Ja. Und nun? Ich habe eine Frage. Ja. Wenn du richtig beantwortest, gebe ich dir 250 Euro Gutschein für uns. Okay? Ja. Warum? Warum geht ein chinesischer Mann mit Radfahren ins Kino? Mit Fahrrad ins Kino. Warum geht ein chinesischer Mann mit Radfahren ins Kino? Warum geht er? Weiß ich doch nicht. Sie wissen das nicht? Nein. Ein Film zu sehen. Ach so. Weißt du das oder nicht? Nee. Okay, ich habe eine andere Frage. Warten, ich muss eine gute Frage für dich finden, oder? Ja. Nein. Wie ist es besser? Denn... Wie ist es besser? Den Kopf im Fluss? Den Kopf im Fluss oder den Schwanz im Arsch? Hallo.
Weiß ich doch nicht, was dir besser gefällt. Hallo? Hallo? Ich möchte wissen, dass Sie rufen, Sie sehr gerne Ihre Anmeldung auf unserer Webseite, ja? Ja. Sie haben die Informationen über Kryptowährungen angefordert, richtig? Was denn? Okay, und ich bin Ihren Beraterin und ich werde alles erklären und alles erzählen, okay? Okay, dann bin ich mal gespannt. Dann auf los geht's los. Okay. Jo. Aber endlich wollte ich gerne wissen, ob Sie eine Erfahrung in diesem Bereich haben. Nee. Nein, das wird Ihr erstes Mal sein, ja? Jo. Okay, in diesem Fall werde ich alles von den Anfang erzählen und Sie werden verstehen, was unser Unternehmen macht, okay? Na, dann bin ich schon mal gespannt. Okay, sehr gut. Erstens wollte ich Ihnen das erklären, dass, wie Sie wissen, Kryptowährung ist digitales Zahlungsmittel, ja? Aha. Also kein, also hier nix mit Murmeln. Bitte? Okay. Können Sie bitte wiederholen? Was denn? Was haben Sie gesagt? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Okay. Kann ich fortfahren, ja? Ja, Sie können jetzt fortfahren. Okay. Dann mit Kryptowährung kann man etwas so wie kaufen, so wie verkaufen. Zunächst, unsere Firma gibt Ihnen die Möglichkeit, ein gutes und stabiles Einkommen mit Kryptowährung zu erzielen, ja? Zum Beispiel, Kryptowährung kann instabil sein, aber wenn man alles richtig analysiert, kann man ein gutes Gewinn bekommen, ja? Hören Sie mich? Deutlich und laut. Okay. Und zum Beispiel haben Sie keine Erfahrung, ja, und Sie werden eine professionelle Hilfe von unserer Seite bekommen. Zum Beispiel, Sie werden einen Finanzberater bekommen, der wird alles bei Ihnen informieren, Ihnen helfen, wie es alles funktioniert. Aha. Na dann, auf los geht's los. Okay. Und Sie werden diesen Experten bekommen, er wird Ihnen lehren, für Sie alle Analysierungen machen und dann werden Sie verstehen, was sollen Sie kaufen und verkaufen. Aha. Okay, sehr gut. Und meine Arbeit ist hier, Ihnen helfen, ein Konto für Ihre Investitionen zu erstellen und dort Ihre ersten Betrag zu schicken, okay? Hm. Hallo? Hallo. Okay, haben Sie alles verstanden, ja? Nee, nicht so richtig. Das war sehr undeutlich. Undeutlich? Ja, Sie haben das nicht so gut erklärt. Okay, was haben Sie nicht verstanden? Na, wie war das jetzt hier nochmal mit den Altbeck-Klebestreifen? Wie bitte? Na, Sie sind doch von der Klebestreifenfirma. Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Ach so. Haben Sie zufälligerweise einen Snickers da? Mir ist eins abhanden gekommen. Okay, geben Sie mir eine Minute. Ja, auch zwei, wenn es sein muss. Hallo? Ja? So, spreche ich mit Herr Lorior, richtig, ja? Ja. So, mein Name ist Albert, ja, wissen Sie ja, worum es geht? Warum bekommen Sie Anruf von unserer Seite? Nee, das hat die unfreundliche Dame nicht erklärt. Warum unfreundliche Dame? Weiß ich nicht, die hat ja meine Fragen nicht beantwortet und dann hat sie einfach sie da gegeben. So, Herr Steiner, Sie haben gerade eine Meldung auf unserer Bitcoin-Information-Webseite gemacht. Deswegen bekommen Sie Anruf von unserer Seite. Unsere Aufgabe ist, Ihnen helfen, Ihre erste Investierung richtig und ohne Fehler aktivieren, ja? Ach so, und warum hat es die Dame nicht so gesagt? Es war ja ganz einfach. Ja, ich werde Ihre Ansprechpartner sein und ich werde Ihnen... Ach so, ich dachte die Dame. Ja, und, bitte? Also, ich dachte die Dame. Jetzt sind Sie das, oder wie? Nein, jetzt werde ich. Ach so, hm? So, Herr Steiner, haben Sie Fragen bis jetzt? Ja. Ja, bitte. Was denn? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie bitte. Ach so, ich soll jetzt meine Frage fragen. Richtig. Ja, von wo kommt denn da Ihr Laden? Was? Woher kommt wer? Na, der Laden da, das... Jetzt bekommen Sie einen Anruf von Schweiz, von GF. Auch von Schweiz? Richtig. Von der Schweiz. Richtig. Ist schon nett. Ist schon lustig. Sehr schön. Haben Sie noch Fragen? Moment, ich habe hier mal meine Liste. Wo sitzt denn Ihre Firma? In Genf.
Aha, wo ist denn das? Geneva, nein. Was? Geneva. Kenn ich nicht. Genf, in Schweiz. Ach gibt so. Es eine Stadt in Schweiz? Ach so. Und wo ist die Firma registriert? Hallo? Ja, wo ist was? Wo ist denn die Firma registriert? In Schweiz. Also wollen Sie Adresse haben, oder? Nö, aber in Schweiz, okay. Und wie spät ist es gerade? Gerade ist 15:05 Uhr, ja. Ach so, okay. Hm. Nun können wir weitermachen. Nee. Haben Sie schon Erfahrung? Womit? Mit Kryptos, Kryptowährung. Auf dem Finanzmarkt wahrscheinlich. Ach so, nee. Aber wie macht denn ihr das da? Habt ihr da so einen Roboter oder ist das da... Ist es da? Ja. Ach so, ja. Und nach welchen Kriterien kauft und verkauft der Roboter? Richtig. Nach welchen Kriterien verkauft und kauft denn der Roboter? Nach welchen Kriterien geht denn das automatisch? Ja, wir sind ein Beratungsunternehmen. Beraten wir Ihnen, welche Kryptomünzen Sie Ihr Geld anlegen sollen, wie lange dieses Krypto auf Ihrem Konto behalten und wann verkaufen, ja? Die Krypto, was wir Ihnen beraten, handelt selbst sich, ja. Sie sollen einfach nicht jeden Tag auf Ihrem Computer sitzen, kaufen oder verkaufen, das machen Sie nicht, ja. Ja. Nach Ihrer ersten Investition, Herr Lorioris, bekommen Sie Ihr eigenes Kontomanager oder Managerin, ja, ein Finanzberater. Also der gehört an mir. Nochmals bitte? Der gehört an mir. Was gehört zu Ihnen? Na, der Berater. Das wird Ihre Berater sein. Ja. Sind die Berater da so überwiegend nett oder gibt es auch unfreundliche? Natürlich freundlich. Okay, prima. Haben Sie Fragen bis jetzt? Ja, nach welchen Kriterien arbeitet denn euer Roboter? Welche was? Nach welchen Kriterien? Kriterien. Das ist Algorithmen. Herr Lores, haben wir einfach die Algorithmen unserer Experten erstellt. Und deshalb mit der Algorithmen mit Mathematik. Ich höre Sie ganz, ganz schlecht. Ich habe ja nichts gesagt. Ja, wenn ich spreche, ich bekomme meine Stimme zurück. Ja. Gut, gut. Ja, ist es gut. So, jetzt haben Sie Internetzugang, ja? Herr Lorioris. Haben Sie Internetzugang? Ja, sowas besitze ich, ja. Hm. So, jetzt sollen wir ein Konto für Sie erstellen. Wissen Sie, Herr Lorioris, was für eine Applikation AnyDesk ist? Nee. Nee? Haben Sie nie darüber gehört? Nee. So, diese Applikation hilft mir, Ihre Bildschirm zu sehen und damit werde ich Ihnen helfen, Ihr Konto richtig ohne Fehler zu erstellen, ja? Ja, aber... Schauen wir diese ja, bitte. Aber wenn Sie auf meinen Bildschirm gucken, dann, ja, ist ja gruselig. Ja, Herr Lorios, können Sie auch natürlich alles allein machen, wenn Sie so technisch freundlich sind, ja? Ja. Okay, dann soll ich die Webseite buchstabieren, wo Sie Ihre Kryptokonto erstellen sollen? Ja. Okay, schreiben Sie Devidora. Also ich muss erstmal den Computer anmachen, der ist ja noch aus. Nochmal bitte? Jetzt sind Sie nicht zu Hause. Na doch, aber nicht am Computer. Gehen Sie dann zum Computer. Ja, Moment. Okay. So, jetzt bin ich am Computer. Soll ich die Webseite buchstabieren? Na, ich muss den erstmal einschalten. Ah, okay. Warum haben sich Herr Lorioris sich entschieden, auf dem Kryptomarkt zu operieren? Weiß ich nicht, ich wollte mal gucken. Einfach gucken, ja? So, ja. Bevor Sie Ihren Computer einschalten, ich möchte das erklären, dass auf dem Kryptomarkt einzusteigen, dafür Sie mindestens 250 Euro brauchen. Das haben Sie schon gelesen, ja? Ja, ja, das ist ja total billig da bei euch. So, habe ich eine Frage. Womit werden Sie einfach Geld einzahlen? Mit Kreditkarte? Haben Sie wahrscheinlich Visa oder Mastercard, ja? Nee. Nee? Dann wie werden Sie die Einzahlungen tätigen? Was? Ob es eine Frage? So, wie werden Sie die Einzahlung tätigen? Mit meinen Händen und über einen Computer. Nein, werden Sie eine Überweisung machen, werden Sie mit Ihrem Kreditkarte einzahlen, haben Sie PayPal, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Banküberweisung. Banküberweisung, sehr schön. Sagen Sie mir bitte, wenn Ihr Computer eingeschaltet ist.
nichts wird, ja? Ja, Sie haben ja gesagt, ich soll noch warten. Sie wollen mir vorher was sagen. Wie bitte? Was sollte ich sagen? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll warten mit dem Einschalten. Sie sagten, bevor Sie einschalten, erkläre ich Ihnen noch was. Ja, bevor Ihr Computer eingeschaltet wird, wollte ich das erklären, dass Sie für Kontoaktivierung mindestens 250 Euro brauchen, ja? Aber jetzt können Sie Ihre Computer einschalten. Ach so, Moment, ich mach mal an. Alles gut. Herr Lorioris, wie ist Ihr Nachname? Na, das steht doch da, haben Sie doch vorhin gesagt. Nein, nicht Ihrer Nachname habe ich nie gesagt. Doch, ja, können Sie haben Ihren Sie Nachname gesagt? Sagen? Haben Sie gesagt. Ihr Nachname ist Lorioris. Nee, das ist mein Vorname. Ja, und wie ist Ihr Nachname? Na, das haben Sie doch vorhin selbst gesagt, Herr Steiner. Herr Steiner sind. Richtig. Okay. Haben Sie Ihre Computer eingeschaltet? Da habe ich das Knöpfchen bereits betätigt, ja. Sehr gut. Öffnen Sie irgendwelches Browser. Was? Öffnen Sie Browser auf Ihrem Computer. Ja, dazu muss der ja fertig hochgefahren sein. Okay, sagen Sie mir bitte dann. Ja. Welcher Computer haben Sie? Ist das Windows? Wie meinen Sie das? So, Ihr Computer ist Windows oder iOS? Nee. Nee? An? So, es ist Windows oder Apple Computer? Nee. Ist es Apple Computer? Nein. Nein. Ist es Windows Computer? Nein. Nein. Welcher Computer ist es? Ein Debian. Nochmal? Ein Debian. Debian-Computer. Das habe ich einfach nie gehört. Das ist Linux. Ja. Linux, richtig. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Hellseher. Nochmal? Hellseher. Hellseher, ja? Ja. Ihr Computer ist noch nicht eingeschaltet. Doch, macht aber ein Update. Ah, okay. Hallo? Kann ich mit dir Lips sprechen? Lilly Lips ist im Apparat, ja? Mein Name ist Anna Strip. Ich hoffe, Sie von der Handelsgesellschaft. Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige Roy Investment. Stimmt das? Weiß ich nicht, welche Firma, von welcher Online-Handelsfirma rufen Sie denn an? Also, Sie haben sich bei uns registriert, um extra Geld zu verdienen auf dem Finanzmarkt. Stimmt das, ja? Ja, bei welcher Firma denn? Sie haben mir doch keinen Firmennamen gesagt. Ja, ich rufe Sie von der Handelsplattform E-Trade. Okay. Also, sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrung auf dem Finanzmarkt zu arbeiten? Nein. Nein, also, dann sagen Sie bitte, haben Sie verstanden, wie alles funktioniert? Nein. Nein? Können Sie sich helfen, alles erklären? Wie bitte? Können Sie sich helfen und alles erklären? Können Sie machen, ja. Okay, also, unsere Finanzunternehmen arbeitet auf dem Finanzmarkt mit Kryptowährungen, Börsenstöpfen, Unternehmensaktien und andere. Wir kaufen diese Währungen billige und verkaufen diese Währungen teure. Die Differenz mit kaufen und verkaufen ist Ihr netter Gewinn. So, wir bitten unsere Kunden zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Sie können mit unserem Bot-System arbeiten oder mit unserem Expert. Ein Bot-System ist ein Algorithmus und es arbeitet für Sie selbstständig und schließt für Sie ein bisschen 10 oder 15 Leads pro Tag. Und Expert ist unsere Person, unsere Arbeiter und wir können Sie helfen, welche Leads besser schließen und wie können Sie Geld verdienen, wie können Sie lernen, wie können Sie Geld verdienen, aber das macht selbstständig. Von unserer Hilfe. Ja. Und nach welchen Kriterien arbeitet das Boot? Das Boot arbeitet ständig für Sie und er schließt ein bisschen 10 oder 15 Leads pro Tag. Es ist ein automatisches System, ein Algorithmus. Und das macht alles selbstständig. Und nach welchen Kriterien arbeitet das Boot-System? Dieser Bot-System arbeitet auf der Finanzmarkt, zum Beispiel, er schließt für beste Deals,
zum Beispiel heute ist besser, Bitcoin zu kaufen. Deshalb ist es billiger. Und zum Beispiel morgen ist es besser, diese Bitcoin zu verkaufen. Deshalb ist es teurer. Und so diese Bot-System macht diese Deals, dann verkauft während und dann kaufen während. Und diese Differenz mit kaufen, verkaufen ist viel unter Gewinn. Nach welchen Kriterien handelt das System? Noch einmal bitte? Nach welchen Kriterien handelt das System? Ja, genau. Das war eine Frage, die man nicht mit Ja genau beantworten kann. Ja, wir brauchen einen kleinen Betrag für diese Arbeit. Das ist 250 Euro. Es ist unser wenigster Betrag für die Arbeit auf dem Finanzmarkt. Und mit diesem Geld, Sie können arbeiten mit unserem Board-System oder mit unserem Expert oder zusammen mit Board-System und Expert. Was genau ist der Grund Ihres Anrufs? Noch einmal? Was genau ist der Grund Ihres Anrufs? Ich höre Sie sehr schlecht. Können Sie bitte wiederholen? Was genau ist der Grund Ihres Anrufes? Ja, Sie können mit unserem Expert reden oder arbeiten selbstständig mit diesem Board-System ohne Anrufen. Aber Sie antworten nicht gerne auf Fragen, oder? Ich verstehe Sie sehr schlecht. Vielleicht ist es ein Problem mit Verbindung. Ja, ich verstehe den Grund des Anrufes nicht. Also, ja, aber sagen Sie bitte, haben Sie Interesse, es zu probieren, vielleicht mit unserer Botschaft zu arbeiten oder mit Experten? Wie bitte? Ich weiß, haben Sie Interesse, probieren mit uns zu arbeiten, mit unserem Bot-System oder mit unserem Expert? Woran genau soll ich denn Interesse haben? Eine Sekunde, können Sie bitte mit unserem Expert sprechen? Er kann Sie alles besser erzählen. Ja, dann gucken wir mal, ja. Eine Sekunde, bitte. Eine Sekunde. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Ja, hallöchen. Hallo. Könnte ich mit Herrn Litt sprechen? Ist doch am Telefon. Ja, grüße Sie, mein Name ist Lukas Heide. Sie haben von meiner Assistentin jetzt kontaktiert. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Fragen zur technischen Sache, also was Trading angeht, was Finanzierung angeht? Ich verstehe den Grund des Anrufs nicht. Bitte? Ich verstehe den Grund des Anrufs nicht. Ja, also haben Sie bestimmte Fragen, die Sie mit meiner Kollegin nicht lösen konnten, oder wollten Sie was so Bestimmtes besprechen? Na, ich verstehe den Grund des Anrufs nicht. Verstehen Sie nicht den Grund, wofür? Na, von dem Anruf. Ah, von dem Anruf, weil Sie für Training angemeldet sind. Ach so. Sie haben Ihre Daten für Kontaktaufnahme gelassen. Aber warum ruft denn jemand an, der keine Fragen beantworten kann? Und nicht mal Deutsch? Nee. Von meiner Assistentin haben die schon erst beraten gekommen. Und die hat mir wieder gesagt, dass sie auf irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen sind. Und ich bin hier auch, um ihnen zu helfen. Auf was denn für Schwierigkeiten? Das sagen Sie mir wieder. Ja, ich habe ja keine Schwierigkeiten. Okay, wunderbar. Haben Sie also das alles durchgesprochen, verstanden, wie das Ganze bei uns funktioniert? Nee, das hat die nicht erklärt. Also wurde Ihnen noch erklärt, möchten Sie jetzt mit einem Roboter arbeiten? Wie macht er das, der Roboter? Ja, also das ist ein automatisches Handelssystem. Es wird anhand technischer Analyse-Deals abgeschlossen, die wir von unseren Analytikern eine Prognose bekommen und in das System hinaufladen können, so wie auch das System immer 24 Stunden, 7 Tage pro Woche laufen lässt. Ja, das ist ja Kryptowährungen, hat nichts mit Daten oder Aktien zu tun, deswegen ist ja immer rund um die Uhr, jeden Tag steht uns zur Verfügung. Und von Vorteil wäre, dass wir also fast gar keine Zeit dafür verschwenden, so wie auch, dass wir immer ein Set von Deals automatisch abschließen können. Ja, das heißt 5, 7, 10 Deals immer zu einer Sekunde abgeschlossen und so wie auch alle, also Eingaben sind automatisch überprüft. Also Sie können sich nicht bei einem Nummerangabe oder Größe von Ihrem Deal vertippen, ist ja auch ausgeschlossen. Und nach welchen Kriterien arbeitet der Roboter?
Bitte? Und nach welchen Kriterien arbeitet der Roboter? Ja, das Bootsystem wird auf unserem Server gelaufen und wir als Kunde haben ein aktives Handelskonto bei uns. Wir bekommen einen Zugriff dazu. Sie werden dann von Ihrem Finanzberater kontaktiert, um die es einzustellen, ja, richtig einschalten und dann ist ja bloß laufen lassen. Ja, und nach welchen Kriterien läuft denn der Bot? Ja, bitte? Nach welchen Kriterien läuft denn der Bot? Ich habe nicht ganz gut gehört. Nach welchem? Ja, nach welchem Kriterium? Nach welchen Kriterien läuft der Roboter? Ja. Ja, es hängt von Ihrem Plan und ja davon, mit welchen Anlagen Sie arbeiten und für welche Vermögenswerte Sie sich interessieren. Also wenn es um Zahlen geht, mit dem Roboter kann man bei diesem Projekt mit Kryptowährungen ab 30% monatlich verdienen. Ja, von der Summe, mit der man arbeitet. Ja, und diesen Prozentansatz wird immer, ja, je nach Steigerung der eingesetzten Summe, wird auch sich auch steigern. Wir haben aber meine Frage nicht beantwortet. Bitte? Wir haben meine Frage nicht beantwortet. Meine Frage? Könnten Sie ein bisschen lauter wiederholen? Ich kann Sie nicht ganz gut hören. Wir haben meine Frage nicht beantwortet. Ihre Frage, ja, können Sie die Frage wiederholen, bitte? Nach welchen Kriterien handelt der Roboter? Also, nach welchen Kriterien? Schauen Sie mal, die Vermögenswerten werden von unseren Analytikern ausgewählt. Dann nach einer technischen Analyse werden Prognosen gemacht. Und falls wir eine Steigerung oder Senkung prognosieren werden, dann entscheiden wir uns ja für die und die Kryptovermögenswerte oder andere Vermögenswerte. Und mit denen arbeiten wir. Ja, aber die reden über den Roboter und sagen dann, sie müssen das selber entscheiden. Wozu brauche ich denn dann den Roboter, wenn der gar nichts kann? Ja, falls Sie selbst entscheiden möchten, dann sollen Sie vielleicht mit Finanzexperten direkt arbeiten. Automatisch. Ja, aber ich will ja mit dem Roboter arbeiten. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn es ein Roboter ist, den ich selber bedienen muss. Dann ist ja kein Roboter mehr. Da gibt es ein Bootsystem und die Dienste werden automatisch abgeschlossen. Das ist ja bloß. Und nach welchen Kriterien? Ich verstehe Ihre Frage ja gar nicht. Aber ich dachte, wir sind Finanzberater vom Handelsmarkt, dann müssen die das doch wissen, nach welchen Kriterien die Roboter arbeitet, den die mir verkaufen wollen. Und welche Kriterien Sie denn meinen? Was? Welche Kriterien Sie meinen? Naja, nach welchen Kriterien der Roboter arbeitet, nach welchen Kriterien der Roboter handelt, nach welchen Kriterien der Roboter mein Geld ausgibt, das muss ich doch vorher wissen. Ja, es gibt nur verschiedene Kriterien. Ich meine, bei dem Projekt ist ein bestimmter. Genau, und die verschiedenen Kriterien möchte ich ja gerne wissen vorher. Also die Sachen kann ich Ihnen ja nicht sagen. Also ich soll Geld einzahlen und Sie können mich vorher nicht beraten? Was die Frage angeht, kann ich Ihnen nicht sagen im Moment. Dann verstehe ich den Grund Ihres Anrufs nicht. Bitte? Dann verstehe ich den Grund von Ihrem Anruf nicht. Verstehen Sie den Grund nicht? Na, die haben doch gesagt, sie wollen mir helfen. Aber die wissen doch gar nichts. Die beantworten ja nicht eine einzige Frage. Okay. Haben Sie andere Fragen? Oder das war nur die... Ja, wenn ich ein Roboter-System kaufe, dann möchte ich doch wissen, nach welchen Kriterien das Ding mein Geld ausgibt. Es wird nach Kriterien, die im Algorithmus stehen. Also diese internen Rechnungen kenne ich nicht. Ja, ich bin ja auch kein Entwickler von diesem System. Ja, das hat dann damit nichts zu tun. Bitte? Das hat ja damit nichts zu tun. Das ist so, ich erkläre Ihnen nur die Sachen, die ich verstehe, was Kriterien von Roboter oder Kriterien von diesem System angeht, kann ich Ihnen mehr detailliert nicht erklären. Also soll ich etwas kaufen, wo die mir gar nicht erklären können, was ich da kaufe? Dann wollen Sie es vielleicht nicht machen. Das klingt auf jeden Fall nach Betrug. Wie heißt denn Ihr komischer Roboter? Bitte? Wie heißt denn Ihr Roboter? Der Roboter hat keinen Namen. Aha. Also existiert der Roboter nicht? Da ist keine... Nein, der muss ja überhaupt existieren, wenn Sie schon davon fragen. Aber er hat überhaupt keinen Namen. Das ist so. Naja gut, ja. Gibt ja auch keinen Roboter. Hat ja nachher nur ein Demokonto, wo ihr mich verarscht. Okay. Ja, ihr seid ja letztendlich nichts anderes als Betrüger. Warum sagen Sie das? Ja, weil ich es weiß. Okay.
Okay, wenn Sie das wissen, können Sie das schon mit diesen Informationen etwas machen. Ja, die verbreite ich überall im Internet, die Informationen, dass jeder eure Plattform kennt und kein Geld in eure Plattform einzahlt. Bitte? Ja, so wie ich es gesagt habe. Ich habe es nicht gehört. Könnten Sie lauter wiederholen? Ja, ich sagte, ich habe genug Informationen und die werde ich auch überall im Internet verbreiten, damit niemand bei euch Geld investiert. Das können Sie machen. Ja. Gut. Machen wir so. Das war's? Das war's dann eigentlich soweit, ja. Such dir mal einen anständigen Job, das kann ich dir noch mit auf den Weg geben. Hallo, schönen Tag. Guten Tag. Sebastian Hinken-Pimmel, ja? Ja. Schönen Tag. Mein Name ist Robert Schmidt, ich bin Manager von der Handelsplattform Israel. Und wen möchten Sie sprechen? Du Finanzbörse interessiert, ja? Wen möchten Sie denn sprechen? Wie bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, ja. Ach so. Sie haben für Bitcoin interessiert, ja? Mhm. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in dieser Branche? In der Bitcoin-Branche? Nein, haben Sie keine Erfahrung, ja? In der Bitcoin-Branche oder wo? In dieser Branche, im Kryptowährungen Handel. Ja. Okay. Okay, so. Sehen Sie, wer ist Handelsplattform Israel und wer arbeitet nicht nur mit Kryptowährungen, sondern auch Aktionen, Rohstoffe, Währungspaare, ja? Und wir haben zwei Optionen für Zusammenarbeit. Erste Option, das ist Arbeit mit dem Roboter. Sagen Sie mir bitte, haben Sie etwas über Roboter gehört? Ja. Okay, sehr gut. Ein Roboter, es ist eine spezialisierte Software, ja, und die Software übernimmt die ganze Arbeit für Sie. Toll. Mit dem Handelsroboter können Sie bis 30% monatlich aus Ihrer Einzahlung verdienen. Und toll. Dann gibt es noch eine andere Option, das ist Arbeit mit dem Vertreter. Experte wird Ihnen Schritt für Schritt erzählen und helfen, Verkauf und Kauf so aus, das Steigen und Fallen der Börsekurse abzustimmen. Prima. Dass Sie bei jeder Aktion Gewinn macht. So, aber für Arbeit mit dem Finanzexperte brauchen Sie ein bisschen mehr Zeit. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Zeit, zum Beispiel 2-3 Stunden pro Woche mit dem Finanzexperte kommunizieren? Ja, so eine halbe Sekunde könnte ich am Tag opfern. Wie bitte? Eine halbe Sekunde könnte ich am Tag opfern. Okay, okay. Komischer Onkel, sind Sie noch dran? Ich höre Sie nicht mehr. Ja, ja, ich bin da. Ja, dann erzähl. Sie mir bitte. Dann erzähl doch was Schönes. Ja, ich höre. Ja, ich auch. So, sehr gut, prima. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Zeit für Finanzexperte kommunizieren? 2-3 Stunden pro Woche. Kann der denn kommunizieren, ja? Oder? Ja, sehr gut. Dann sagen Sie mir bitte, welche Erwartungen haben Sie? Möchten Sie einfach Geld verdienen oder in dieser Industrie Erfahrung sammeln oder etwas noch? Ja, so ein bisschen Zaster kann da ruhig rübergewachsen kommen. Ja, ja. Sie können zuerst zum Beispiel mit dem Finanzexperten arbeiten, dann, wenn Sie möchten, Finanzexperten mit Ihnen zusammen werden Roboter einrichten auf Ihr Konto und dann können Sie nur mit dem Roboter arbeiten. Kein Problem. Kann man den Finanzexperten denn noch streicheln? Ja, ja, nach dem Konto aktivieren. Sie benutzen Ihr persönlicher Finanzexperte und dieser Experte wird Ihnen alles helfen, erzählen, wie alles funktioniert, ja? Aber jetzt können Sie leider nicht mit Experten kommunizieren, weil alle unsere Experten kommunizieren mit unseren Kunden, ja? Und Sie einfach haben keine Zeit zu kommunizieren mit Leuten, ja? Ach so. Sie haben immer Termine, ja? Mhm. So, jetzt werden wir zusammen Ihr Konto machen. Wie funktioniert denn der Roboter?
wie funktioniert Roboter? Ja. Roboter ist eine spezialisierte Software, das über mathematische Algorithmen die technischen Indikatoren verwenden und Handelssignale erzeugt. Ja? Das ist spezielle Software, die auf ihr Konto, auf ihr Handelskonto einrichten und diese Software verschiedene Marketsignale, ja, erzeugt und auf diese Weise verdienen sie. Das klingt ja prima. Und ja, sehr. Und wie lange leben Sie schon in Deutschland? Ich wohne seit 2 Jahren in Deutschland. Ah ja, ich okay. Ich komme aus Polen, ja. Das ist lustig, ja, ich erzähle immer die Geschichte. Mein Vorname ist Schmidt, ja, aber meine alle Kunden hören, dass ich spreche nicht so gut Deutsch. Aber mein Vater war deutscher Mensch, ja, aber meine Mutter ist polnisch. Und darum dieses Witz, ja. Ach so. So, sagen Sie mir bitte, aus welcher Summe möchten Sie beginnen? Wissen Sie, aus welcher Summe können Sie bei uns beginnen? Mindestbetrag ist 250 Euro. Ach so. Sagen Sie mir bitte, passt Ihnen? Ja, das klingt ganz schnuckelig. Okay, sehr gut. Dann, wir werden jetzt zusammen Ihr Konto machen. Ja, sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp auf diese Nummer? Haben Sie da eigentlich auch schon 250 Euro eingezahlt und sind reich geworden? Wie viel Euro? Haben Sie da Erfahrungen drin? Ja. Ja? Genau. Gute oder schlechte? Gute. Gute Sachen so, ne? Gute Erfahrungen, ja. Ja, aber ich habe vor einem Jahr mit dem gleiche Firma gearbeitet. Ja. Tut nicht so gut. Ich habe nicht so viel Geld, 500 Euro investiert. Aha. Und mit Zeit, ja, in Zukunft, nach 2 Monaten, ja, hatte ich schon gut ein zusätzliches Einkommen. Aber ich habe immer investiert, ja. Ich habe meinen Gewinn nicht nehmen, aber weiter investiert. Und jetzt, ich bezahle aus diesem Gewinn, ja, mein Kredit und nicht so gut. Das ist ein zusätzliches Einkommen, benutze ich für meine Kredit bezahlen, ja. Ja, und haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen? Gute Erfahrungen, sehr gute. Und wie geht es Ihnen heute? Wie bitte? Wie geht es Ihnen denn heute? Gut. Ja. Haben Sie denn Erfahrung im Online-Trading? Ja, ich habe gesagt. Ja. Und haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Egal, oder Sie fragen mich. Haben Sie beides, ja? Mastercard. Ja. Ja, weil ich will Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Ja, kein Problem, ich kann helfen. Okay, ja. Gut. So, ja, gut. Jetzt zuerst sollen wir ein Konto für Sie machen, ja? Ja. Wie viel Geld kann man denn da verdienen bei Ihnen? Ich? Ja. Oh, das ist sehr persönlich. Ich wollte nicht, ja, über meine Einkommen erzählen. So. Und wie viel kann ich da verdienen? Warten. Wie bitte? Und wie viel kann ich da verdienen? Ich verstehe nicht. Wiederholen Sie bitte nochmal. Wie viel Geld kann ich denn da verdienen? Ja, bis mit dem Roboter bis 30% Ihr Einzahlung, ja? Ja, also bei 250 Euro ist so Pi mal Daumen dann im Monat so 70 Euro Gewinn. Ja. Dann, ja. Und wie viel Gewinn haben Sie da schon gemacht? Ich? Ja. Aus Ihr Konto oder wie? Aus Ihrem Konto? Nein, ich gewinne nichts. Nicht? Nichts. Und warum machen Sie dann diesen Job? Ich bekomme nur Gehalt, ja, und keine Boni für Kunden, ja. Aber Sie investieren da auch, ja? Ja, ich habe gesagt, ja, aber ich, ja.
ich investiere ein Jahr früher, ja? Ja. Sind Sie dann schon reich? Und ja, dann, ja. Ich habe meinen Gewinn nicht nehmen, ja? Ja. Ich investiere weiter, zum Beispiel, ich zuerst habe ich 500 Euro investiert, ja? Dann habe ich verdient, ja, 100 Euro noch, ja. Aber ich habe nicht genommen, dieses Geld. Ja. Ich investiere weiter und dann bekomme ich ein zusätzliches Einkommen, ja, und nicht so schlechtes Geld. Ja. So. Sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp auf diese Nummer? Nee. Keine WhatsApp. Okay, vielleicht kann ich auf Ihr E-Mail schreiben, ja? Das ist E-Mail stinke.email.sebastian, ja? Ja, ja. Hm. Okay, sehr gut. Dann ich mache jetzt für Sie ein Konto. Ach toll. Und dann einfach Daten auf Ihr E-Mail schicken, okay? Okay. So, warten Sie bitte ein paar Minuten, okay? Aber natürlich. Da nehme ich mir doch gerne Zeit. Hallo, sind Sie da? Ja, natürlich. So, ich habe auf Ihr E-Mail Ihr Konto geschickt. Ja. Aber bitte nach dem Konto einloggen. Mhm. Wechseln Sie bitte Ihr Passwort, ja? Das ist sehr wichtig. Okay. Nur Sie sollen Zugriff haben, ja? Ja. Okay. Ja. Genau. Sagen Sie mir bitte, ja, wann haben Sie es gemacht, okay? Was denn? Wie heißt denn die Seite? Ich habe da mal eine Frage. Hallo, ja, leider meine Nachricht nicht. Ja. Dürfen denn, darf man denn von den Zeugen Jehovas da auch Geld einzahlen? Wie bitte? Darf man denn da von den Zeugen Jehovas auch Geld einzahlen? Sie können ja direkt auf unsere Handelsplattform hier kontaktivieren. Ja. Oder durch Überweisungsdaten. Wir können Überweisungsdaten vorbereiten, ja? Weil ich bin sehr streng gläubig, deswegen frage ich, ob ich von den Zeugen Jehovas auch einzahlen darf. Weil nicht, dass mich da der Teufel holt. Dass ich dann nicht ins Paradies komme, weißt du, das habe ich Angst. Wie bitte? Ja, ich bin ja von den Zeugen Jehovas und ich wollte fragen, ob ich denn da trotzdem einzahlen darf, weil wegen der Religion und dem Onlinehandel, da habe ich Angst, dass mich dann der Teufel holt und dass ich nicht ins Paradies komme. Jetzt versuche ich nochmal auf Ihre Mail Meine Nachricht schicken, ja? Ja. Aber das ist kein Problem mit den Zeugen Jehovas, ne? Ja, vielleicht ein Fehler, ja, im E-Mail. Aber da holt mich nicht der Teufel. Ja, jetzt warten Sie bitte eine Minute Zeit. Aber natürlich, da habe ich Zeit. Hallo? Ja, guten Tag. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Vielleicht, Sie haben einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht? Vielleicht, weil ich kann nicht auf diese Adresse Nachrichten schicken. Ja, ist das schlimm? So, jetzt sagen Sie mir bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse. Soll ich da eine neue buchstabieren? Hallo? Junge Dame?
Das war's leider schon von der Kakerlakenparty. Wenn du magst, schau gern nächste Woche wieder vorbei. Ansonsten, bis dorthin, findest du jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an Videos, die du dir auch gerne anhören kannst. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.